Na 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 na. Wir stehen auf, wir gehen drauf. Irgendwas mit Freundschaft, denn heute geht es um Freundschaft. Aber es ist Virus AG. Wir müssen nämlich Rowan retten. Aus den Fängen der bösen Bruderschaft, nämlich den Terroristen, die unter sich sehr gute Freunde sind und mit denen wir uns auf jeden Fall auch noch anfreunden wollen. I'll begin the briefing. Prime Minister Ilbert has been kidnapped by an extremist group that espouses Olympian domination. Olympian domination? I take it they oppose the peace treaty. Ach was? Yes, the Olympian government has been sent a list of their demands. The Olympian government? Why would they care about Rowan? The Prime Minister is a key player in the peace process. He's crucial to Olympias. They certainly understand that. They intend to use him as a bargaining chip. That's horrible. Bargaining They also chip. Hacked into our telecommunication system and broadcast this message. Keep Olympias separate. It is a sacred land for a chosen people. We will not have it befouled by a friendship with Risa Maxia. Das ist genau andersrum. Risa Maxia's inhabitants are our fuel. Its land, nothing more than a penal colony for deserters. The leadership of Olympias has lost its way. We demand the immediate dissolution of the peace treaty. Should you refuse us, the consequences will be decisive and severe. Eigentlich sind die Rätselmaxianer die Ausgewählten, weil sie dürfen weiterleben und ihr nicht. But the extremists have powerful communication jamming Spyrex. We were unable to determine the signal's origin. If only we had a little more to go on. What is it? That's the charm Rowan gave you. Ah. May I see it? Ein Wegweiser. Jetzt werden wir überall auf dem Boden Apparently Brotkrumen it's enchanted sehen. By some sort of art. I'm sure the four could tell us more. Interesting. This art seems to emit a special pulse through earth and water. And it resonates with an opposing pulse transmitted through fire and wind. What? Rowan had another stone just like this. I'll have the four seek out the strongest point of resonance. That should be the midpoint between the two stones. Then the source of the other pulse should be equidistant from us in the opposite direction. Midpoint acquired. Now we just need to pinpoint the equidistant location. That puts the source of the transmission near Labari Hollow. They're in Risa Maxia. Is this why Rowan gave Luger the stone in the first place? It's almost as if he knew he'd be abducted. He's still okay, right? They're using him as a bargaining chip. They'd be fools to kill him. Phew! However, Rowan is still a key figure in the peace movement. They may be planning on disposing of him eventually. Now that you mention it, the Spurious Corporation has analyzed what would happen if Mr. Ilbert were killed. According to our projections, his death and the resulting backlash would ultimately advance the cause of international peace. What? That means... Es ist selbstverständlich, wenn sie den, den Vize-Typen der Rizemaxianer töten, und es sind die Olympionen, die das tun, dann ist ja klar, dass dann ein bisschen, ne? Dass ein bisschen Öl in das Feuer gießen wird. Deshalb könnte Rowan denn vorhaben, seinen eigenen Tod zu nutzen? Rowan würde doch niemals auf eine derart verzweifelte Maßnahme zurückgreifen. Moment. Die Sache des Friedens? Habe ich das gerade irgendwie falsch verstanden? Das würde für den Frieden, das würde ja den Frieden fördern, wenn er stirbt. Okay, ich habe da irgendwas falsch verstanden dann wohl. Er würde aber sowas niemals tun, Mann. No, you're right. We've got to rescue him. The extremist's hideout is in Labari Hollow. Let's go. Da gehen wir erst hin. Lars Gott. Okay. Ich find's super, wie, wen habe ich eigentlich als viertes Mitglied bei mir? Gaius. Möchte ich Gaius dabei haben? Ja, doch. Komm, ja. Ich find's super, wie,
in diesem Spiel die ganze Zeit ja so der Fortschritt, so der technische Fortschritt die ganze Zeit so gepriesen wird und alle haben plötzlich Handys und so ein Kram und alle reden darüber und so ein Kram. Aber dann, wenn es um eine Entführung geht, da gibt Rowe nicht einfach einen GPS-Sender, nein, 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 da gibt er einen magischen Kristall weiter. Da kommt die Magie wieder zurück ins Spiel. So, okay, Libari, Laburi, Labarababuri, Kessel, der war, war der? Ne, der war Rizomaxia. Der war auch Rizomaxia, oder? Genau, da. Das ist auch der Ort, wo, der Höhepunkt von Elis, Background-Geschichte im ersten Teil stattfand. Hier waren wir auch schon mal. Ich würde gerne speichern. Ich habe schon, ich nehme gerade schon den dritten Part im Stück auf. Und ich habe in diesen drei Parts noch nicht gespeichert. Deshalb würde ich das gerne tun. Nicht, dass gleich irgendwie mein Mikrofon abkackt oder so. Und ja, ich dann alles von neu machen muss. Let's leave no stone unturned. Don't worry. We'll find you. Da ist unser guter Freund hier, gegen den wir schon mal gekämpft haben. Ich weiß gar nicht, ob ich das mal in einem Video gezeigt habe. Ich glaube aber schon. Der war ziemlich ekelhaft. Wobei mit dem jetzigen Level könnte das vielleicht sogar machbar sein, obwohl ich habe gar nicht so viele in der Zwischenzeit erreicht. Okay, es wird mir nicht genau angezeigt, wo er ist. Also die wollen jetzt wirklich, dass ich jetzt jeden Raum einmal durchlaufe und überall reingucke und sehr viel Spaß in meinem Leben habe mit dem Durchlaufen und Reingucken durch ein Gebiet, wo ich schon sehr oft in meinem Leben drin war. Nice Backtracking, nice Backtracking. Sehr nice. Okay. Gibt's hier wenigstens geilen Loot? Geode, ein dichter und extrem schwerer Stein. War das nicht sogar was recht Gutes, Geode? War das nicht sogar so irgend so ein Endgame-Item, wenn ich mich richtig erinnere? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ja. Hier können wir gleich noch rein. Auf der anderen Seite, wahrscheinlich, wenn ich über die Brücke laufe, können wir bestimmt auch noch überall rein. Wahrscheinlich ist es aber irgendwo unten, oder? Wahrscheinlich muss ich irgendwo nach unten laufen. Der wird nicht direkt oben sein. Oder? Das wäre ziemlich. Untypisch, sage ich mal, wenn er direkt in der ersten Etage hier ist. Ja, er ist hier nicht. Ja, die Frage ist die, gehe ich jetzt meiner Theorie nach und gehe einfach direkt nach unten und gehe die Türen von unten durch oder suche ich jetzt wirklich von oben alles ab? Ja gut, da, ich muss ja sowieso jetzt rüber, dann muss ich da sowieso rein. Dann muss ich ja so oder so jetzt in die nächsten Türen rein, um weiter nach unten zu kommen. Deshalb, ja. Ich versuche mal so schnell wie möglich nach unten zu kommen und dann gucke ich mir das von unten an. Wobei. Alles scheiße. Ich werde so oder so ewig dafür brauchen, um den zu finden. Das sind neue Gegner, ne? Die Schweine hier mit den Hörnern, die sind neu. Da haben sie was komplett Neues in dem Spiel gemacht. Und zwar. Nicht nur alte Gegner-Designs genommen und sie umgefärbt. Sondern alte Gegner-Designs genommen und ihnen irgendein Horn auf den Kopf gepackt. Ja, haben sie etwas Innovatives gemacht. Ja, mal was Neues. Nicht nur die Farbänderung, sondern auch mal was dazu gepackt, ja. Damit er noch gefährlicher aussieht. Damit man sieht, okay, der ist auf jeden Fall ein paar Level höher als das letzte Schwein, was ich getötet habe. Denn er hat ein fucking Horn auf dem Kopf. Es ist ein Einhorn-Wildschwein. Dem fehlen noch die Flügel. Wenn er noch fliegen könnte, wäre perfekt. Ein fliegendes Einhorn-Wildschwein. So, hier könnt ihr jetzt runter. Ja, muss ich sogar. Ja, muss ich sogar. Gehen wir hier runter. Hier, genau. Und jetzt muss ich wieder einmal rum und dann wieder über die Brücke, glaube ich. Ich könnte. Ja, ich muss. Ich könnte nicht, ich muss hier sogar rein. Da hinten steht schon einer. Hier. Hier steht schon einer. Was geht ab? Gib unseren Roman frei! Der ist mein Freund! Der wird nicht sterben! Don't let them call backup. Hey. Ich meine, wenn Rowan must be in the back. Ich meine, wenn Rowan uns den Kristall ja gegeben hat, ja, damit wir ihn ausfindig machen können. Das heißt, einerseits, dass bei einer Verwandlung die drei Stufen der Kommandosanzeige verbraucht, erzeugt jeder Angriff, den du mit X ausführst, Schatten, die deine Trefferzahl verdoppeln. Außerdem verbessert sich die Wirkung deiner Angriffe mit Kreis, sodass du auf gleicher Augenhöhe mit den stärksten. Okay, das ist krass. Das heißt, jedes Mal, wenn ich ein X drücke, verdopple ich mich, oder was? Das ist ja übelst OP. Ich meine, wenn Rowan uns den Kristall gibt, das heißt, er geht davon aus, dass er gekidnappt wird. Und wenn er uns den Kristall gibt, dann geht er davon aus, dass er Hilfe brauchen wird. Und dass er und das sagt mir, dass er definitiv sich nicht opfern will. Sonst würde er ja nicht den Kristall geben und sagen, hey, hier, rette mich.
Dahin muss ich schon hin. Ich bitte einmal kurz vorbeilassen. Oh, da liegt er. How'd you find us? Why don't you ask the man on the ground? He clearly outwitted you. This old fool? Not bloody likely. Ha, ich sehe sein Gesicht. Surrender! Roman Sicherheit in Vor... Sicherheit. And stay back. Now. Ah! Blessed Breeze of Maxians, you'll pay for this! Wow, was war das denn? Hey, wir greifen doch nicht an, damit Rowan nicht in Gefahr kommt. Mila direkt angreifen, einfach ignorieren, was der gute Ludger gesagt hat, was der Spieler gerade selbst ausgewählt hat. Egal, wir greifen an. Moment, ich kann jetzt eine Dreierverwandlung ausführen. Okay, wo sind meine Schatten? Okay, da, ich krieg wirklich den Schatten. Wow, das war's. How can you be so nonchalant about this? Ich hab dreimal X oder so gedrückt. Alle tot. Nice. Poffhaber Level 4. Rowan! Thank goodness you're alive! I knew that you would eventually come and find me here. Did you know that you would be abducted? Unfortunately, yes. I considered it enough of a possibility that I should have an insurance policy. I needed something effective, but inconspicuous, so I gave Luger a paired resonance stone as a safety measure. Whoa, good thinking there! We were able to take out the extremists' home base as a result. Always the tactician. Your plan really came together there. It was only possible because I knew I could rely on you. Stellt euch jetzt eine Parallelwelt vor, wo Ludger wirklich den Kristall einfach verkauft hat, um sich zu besaufen und zu befressen mit den anderen. Und Joan, währenddessen, während sie da in der Kneipe sitzen und fressen und trinken, sieht man in einer anderen Szene, wie Rowan da einfach verprügelt wird und sich denkt, Ludger, wo bist du? Und er hat Spaß mit seinen Freunden, weil Rowan hat gesagt, hey, du kannst es verkaufen. Rowan, there's something that you should know. We found those letters that you wrote. The wills. Yeah! You see these tears? We were afraid you might kick the bucket! Ah, so you ended up finding those. Dare I ask if you read them in their entirety? No, I was too scared to read past the very beginning. Then you missed the part where I asked you to assist Lady Dressel in restoring the six ruling houses. Huh? I believe the six houses are crucial to strengthening the bonds between Rashagol and Arjul. I have hidden multiple letters to other prominent figures in my residences in Kanbalar, as well as those in Finmont. They outline all of the steps that should be taken in order for the prosperity and future of Rize Maxia, as well as the peace process. I see. That way your mission could continue even without you. Not that I had any intention of dying, mind you. After all, there is still much I must do. I simply haven't the time to die. But at the same time, I understand that no one lives forever. Rowan. The thought of our bright future flickering out because I died with my plans half finished. To me, that would be a fate crueler than death itself. But this way, the hope of achieving international peace can survive even without you. Exactly. I have written such letters to a great number of people. And you are one of them, young miss. I never would have imagined that you'd come to me for something this important. Are you okay with this? Although, hey, you know you can count on us. I want you to decide your own future, Elise. Yet as much as I hate to burden you with the fate of the country, we are good friends, and I could not help but ask. I'd be more than honored, Rowan. But knock off all this dying talk! You're bumming me out! Ich werde dafür sorgen, dass Rowan nichts zustößt. Ja, ein paar Parts vorher habe ich ihn umgebracht. Eure Haltung ist bewundernswert, aber euretwegen haben Elise und Dressel sich Sorgen gemacht. That's a good point. Perhaps you should have told them directly.
Especially if you trust them enough to carry on your legacy when you're gone. You're absolutely right. Elise, I am so very sorry to have made you worry. It's okay. But we're friends, aren't we? Please don't do this again. Understood. I assure you, I won't. That's a promise. Better keep it, or you can just forget about all the stuff you want us to do after you're dead. Well, it appears I won't need to have you read the rest of the letter then. Yes. It's from Chancellor Marcia. Natürlich. She seems to have been quite concerned about me. You are important to Chancellor Marcia, just like you're important to us. Yeah, you're totally buddies now. Ich sehe in der Nachricht, dass die eine Tube Sahne gekauft hat, Erdbeeren und den Champagner schon aufgemacht hat. Has evolved beyond the point of mere colleagues. Perhaps I should invite her out for dinner and apologize for putting her through all of this. Was mit unserer Kneipentour? Going on a date. Hey, not so fast. You better treat us all to dinner first. So sieht's aus. Something upscale should suffice. I have to pay for everything? May joys from afar beget joys close to the hearth, and carry those joys far afield. She's got you there, Rowan. Schlafittchen. I accept defeat. Tonight will be my treat. Woohoo! Hooray! It's just like they say. For the act of spreading joy is the greatest joy of all. Someday I'll take you to dinner. You deserve a reward for all your hard work, too. I'm looking forward to it already. Ich frage mich, wie sie dazu gekommen sind, einfach diese Terroristen umzubringen. The job postings sure are beneficial. Why, we could put in requests for all the world's finest foods. But then, I guess we'd have to offer a suitable reward for each one. Jetzt muss noch Rowan sich melden, oder? Ja, Rowan meldet sich nicht, okay. Wieso sie jetzt diese Terroristen umgebracht haben, wieso sie die jetzt angegriffen haben und getötet haben. Ich meine, sie haben ja nichts Böses getan, sie sind ja schließlich nur Freunde. Und ich weiß nicht, wieso Elise plötzlich die angreift. Letztes Mal, als sie die Terroristen getroffen haben, hat Elise gesagt, nee. Und die wollen wir nicht angreifen. Sie sind nämlich befreundet. Ja, gut, gehen wir nach Hamil als nächstes. Wir haben jetzt 3 von 6 fertig. Ne? 6 waren das doch, oder? Ich glaube 6 Grundmitglieder. Ich habe schon vergessen. Haben wir hier Elise am Start? Da meldet er sich. Wow, das ist ganz schön spät. I'd be spending so much time with a young man like you. Yeah, but ignore my doddering old man nonsense. There's something I want you to have. Speaking with you sends me straight back in time to the vibrant days of my own youth. But sometimes it's not so bad to be a geezer either. Ich bin mal gespannt, was bei Elise auch als Kapitel kommen wird. Ich meine, ob bei ihr jetzt auch sowas Abschließendes sein wird. Bei Rowan war es jetzt auch abschließend, bei den anderen ja auch und so weiter. Aber was soll denn bei Elise passieren? Ich meine, bei ihr war ja jede Quest irgendwie etwas, was nichts mit dem anderen großartig zu tun hatte von der Thematik her, oder? Erstmal ging es irgendwie um ihre Brieffreundschaft mit der Kanzlerin. Dann ging es ja irgendwie darum, dass sie der Dingens ein Geschenk machen wollte. Der Elle ein Geschenk machen wollte. Dann ging es plötzlich darum, dass sie Sympathie für Terroristen hatte und so weiter. Und keine Ahnung, wohin sich ihre jetzt Geschichte entwickeln soll oder was dann die Pointe der Geschichte sein wird oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Ist das im anderen Teil von Hamil? Wahrscheinlich schon, ne? Wahrscheinlich steht da Jude oder so. Oder Alvin vielleicht? Ich habe keine Ahnung. Es ist eigentlich immer dumm zu raten, wer wo steht, weil es ist halt immer ziemlich random. Hier steht Alvin, okay. Wo ist denn meine Quest? Da hinten, okay. Ja gut, wir haben jetzt schon ein paar rumstehen gesehen, dann kann jetzt nur noch Lea, Mila oder Jude sein. Ne? Es ist Mila. Okay. Mit Jude zusammen, so wie immer halt, ne?
Midas Geschichte fortsetzen. Ja, bitte. Unerschütterlicher Wille. Kapitel 6. Vier davon oder so waren, war die andere Mila. Sylph picked a porridge, icky like feet. Gnome picked a porridge, juicy and sweet. They cut it in half and each had a treat. What a sweet little song. Boah. It's a porridge picking song. The more you sing it, the sweeter the fruit. Wer zur Hölle hat diese diesen Sound abgemischt? What the fuck? Der sollte so klingen wie zwei Kinder, die zusammen ein Lied singen. Und es klang so, als, keine Ahnung, die haben mega den Reverb draufgehauen, also so ein Hall. What the fuck war das? Wer hat das abgemischt? Alter, das wäre der komplette Absturz. Meine Ohren bluten. Shy little porridge sitting in a tree. Das ist schon besser. Humans certainly put a lot of meaning into music. I guess that's true. Reminds me of how Victor sang when he passed away. I wonder what song that was. Es war Julius' Lied. Es heißt Hymne der Bezeugung. Julius hat es mir immer als Wiegenlied vorgesungen. Dieses Lied wurde in meiner Familie überliefert. Das ist die Hymne der Bezeugung. Ja, und es klingt wie das Wiegenlied von Zelda. Jedenfalls der erste Teil ist. Na, 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 na. Irgendwie so ähnlich. Es klingt halt, es erinnert mich jedes Mal an das Wiegenlied, wenn das irgendeiner summt. Also Julius halt in dem Fall. Ja, ist eigentlich egal, was ich davon nehme. Ist eigentlich beides das. Es ist sogar ein Wiegenlied. Ja, steht er ja auch sogar. Hat es mir als Wiegenlied vorgesungen. That must have been nice. It seemed to mean something to Victor as well. I think it went like this. Nee, okay, das war anders, als ich gerade gesungen habe, aber das ist auch. Yes, that sounds about right. Catchy song. It really sticks in your head. There's something about it. It's almost nostalgic. Yeah. Department of Dimensional Affairs here. We've detected a new fracture dimension. However, we haven't been able to pinpoint where it leads. The coordinates are highly unstable as well, so please be careful. Halt doch einfach dein Maul, als ob mich deine scheiß Splitterwelt noch interessieren, mein Gott, ey. Das ist so dämlich. Wieso bauen sie in den letzten Kapiteln immer noch Splitterwelten ein? So basically, they have no idea where this fractured dimension will take us. Das ist so dämlich. They've never had this problem with the coordinates before. Maybe it's just a glitch in the system. Or perhaps the location doesn't exist in this world. Do you intend to take the assignment, Luger? And we're here to help, as always. This mission's a real wild card. We'd better be ready for anything. Bei den anderen haben sie doch alles richtig gemacht. Haben sie nicht mehr in die Splitterdimension geschickt. Und hier schon wieder. Da zeigt es einem, dem Spieler, nochmal ganz deutlich, wie irrelevant die 6 Charaktere hier in Bezug auf die Hauptstory ja, sind. Ja, die haben halt nichts mit der Hauptstory zu tun. Die haben so wenig mit der Hauptstory zu tun, dass sie sogar immer noch in Splitterdimensionen gehen, obwohl die Splitterdimension-Thematik eigentlich schon beendet sein sollte. Seit 2 Kapiteln oder 3 Kapiteln. Ja, gut, dann speichere ich noch, bevor ich in die Splitterdimension gehe. Speichern. Yes, please. Dankeschön. So, ja, hier. Splitterdimension. Tiefe 212. Abweichung 0,50. Zugangspunkt unbekannt. Nee, bitte nicht Elise. Nee. Wir nehmen wieder. Ich habe Jude schon als Heiler dabei. Mila kann auch ein bisschen heilen. Deshalb packen wir auf jeden Fall Gaius rein. Oder Alvin vielleicht? Nee, nehmen wir Gaius mit. Nehmen wir Gaius mit. So. Okay, dann rüber. What the fuck?
Das sieht hier. Ja, das ist die Weltenkreuzung, steht auch. Das ist das Ende von. Isn't this? Ja, das ist es. The temporal crossroads. They still exist here. Das ist der letzte Dungeon gewesen von Tales of Xillia 1, bevor man zum Endboss gegangen ist. Die Wahrheit über die Weltenkreuzung. Okay, erzähl mir die mehr. I never imagined I'd come back here. It feels so strange. You too? Being here brings back all the thoughts and feelings I had when we were here a year ago. I guess you could say I've become quite a Ponientalist. Einer was? Ja, das hat mich auch gefragt gerade. Seeing something that evokes powerful emotions. That's poignancy, right? And being a Ponientalist means what? You're a big fan of that sensation? Yes, it's a term I learned in a book called Passions at Dawn. What? I have never been well versed in human emotions. I've been trying to make a habit of studying the ones I don't fully understand. So, the reason you're so eager to use our words... I want to better understand humans. To understand the way you perceive the world. Wow, that's really touching. I think I might be turning into a Ponientalist myself now. Well, there's plenty of Ponientalism to go around. Wie süß sie sich gerade beide angeguckt haben. So, okay. Muss ich weit laufen? Ich hoffe nicht. Bitte lass mich jetzt nicht hier noch ewig in diesem Dungeon rumlaufen. Ich würde das gerne so schnell wie möglich abschließen. Ja, weil dieser Dungeon ist ja so super toll. Hier war ich schon mal. Ich will hier nicht nochmal sein. Greift er mich jetzt? What the fuck? Oh, komm schon, ausweichen. Perfekt. Das war mit Springen, ne? Genau. Ja. Blauer Springen, grün war Brücke. Bratz. Being here sure takes me back. Indeed. A great many things happened here. Ich weiß gar nicht, ob das hier gerade 1 zu 1 der gleiche Dungeon ist. Ich hab keine Ahnung. Weil der ist halt so verwirrend, dass ich mich da gar nicht wirklich dran erinnere, was da jetzt. Okay. Gab's da keine Verbindung? Ach, da ist Rot. Ich muss zu Rot. Entschuldigen Sie bitte. Können Sie bitte da weg? Danke. Das ist halt so verwirrend und so, ja, wie nennt man das? Das Gegenteil von einprägsam. Er sieht halt so random aus, dass man, ja, halt damals, als man gespielt hat, nicht wirklich großartig eingeprägt hatte. Deshalb weiß ich gerade gar nicht, ob das einfach wieder nur die gleiche Thematik ist, aber der random aufgebaut ist oder ob er halt genau das gleiche ist. Okay, da ist schon das Ende. Gut. Oder? Muss ich da rein? Ne, ich muss hier hin. Wow, okay, da geht's in die Mitte. Oh, lol! Another uninvited guest. Maxwell! Was geht ab, boy? Mila, tell me, what are you doing here? It has been a while, Maxwell. Although perhaps not from your perspective. I hope you are willing to talk to me. I have a question for you. How laughable. Come now. What makes you think that I will suffer your foolishness again? This is far from foolishness. It's important. Silence, human. Who do you think forced me to unmake Mila in the first place? Unmake Mila? So unlike our reality, she was eliminated in this world. I don't know how you've managed to return to life, but you will fare no better this time. Those who stray from their path, who lose sight of their duty, must be unmade. No exceptions. Ja, im ersten Teil ist sie ja gestorben und kam dann aber wieder zurück. Und wahrscheinlich hat sie es geschafft, sich irgendwie wiederzubeleben, keine Ahnung. Ich habe nicht den Mila-Teil gespielt. Was war ja so dieser Teil, wo das Spiel gesplittet wurde, weil man ja den ersten Teil entscheiden konnte, mit wem man das durchspielen will, mit Jude oder mit Mila. Und da ich mit Jude gespielt habe, habe ich natürlich nicht mitbekommen, was dann bei Mila passiert ist, wie sie sich überhaupt wiederbeleben konnte und sowas. Und ja, aber in dieser Welt scheint es so, als wäre sie an diesem Punkt nicht mehr wiederbelebt worden. Und ja. Beruhigt euch, Herr der Geister. Mila ist nicht vom Weg abgekommen. Ja, Mann. Die ist immer noch auf richtigen Weg. I won't entertain objections from the very humans who led her astray. But you don't understand.
If you insist on coming back from death, then I will simply remove your souls from the cycle of life forever. He's not in a cooperative mood. I hate to do this, but you leave me no choice. Noch mehr Recycling. We will destroy you again, Maxwell. Sogar der Kampf nochmal. Nice. So, aber diesen Kampf werden wir heute nicht mehr tun, denn wir sind bei unseren 30 Minuten angekommen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schaltet morgen ein, wie wir einen alten Gegner wieder mal besiegen müssen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis morgen. 17 Uhr, hoffe ich, glaube ich, denke ich. Tschüss.